Meine Güte, wer hat das denn an die Tafel gemalt? Das war schon. Wirklich? Wir müssen das schnell verschwinden lassen. Wenn Herr Pauli das sieht, gibt es Ärger. Ja, genau. Und er glaubt uns doch nicht, dass wir das nicht waren. Das ist nicht aufgemalt, das ist ein Poster. Umso besser, dann können wir es einfach abhängen. Herr Pauli kommt! Schnell! Lass es verschwinden! Auf eure Plätze! Und wohin damit? Hinter den Tisch. Perfekt. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Herr Pauli. Wo ist denn das Poster hin, das ich da vorhin aufgehängt habe? Sie haben das aufgehängt? Ja, das ist heute Unterrichtsmaterial. Oh! Es könnte sein, dass es da hinter den Schreibtisch gerutscht ist. Ich sehe da was. So, hinter den Schreibtisch gerutscht. Tatsächlich. Also dann, wir beginnen heute mit einem neuen Thema. Unser Geschmackssinn. Ihr wisst bestimmt schon, dass wir mit unserer Zunge schmecken können. Welche unterschiedlichen Geschmacksrichtungen können wir denn schmecken, Lena? Süß! Richtig, welche noch? Sauer, bitter, salzig. Richtig, und eine fehlt noch. Die fünfte ist herzhaft würzig. Früher dachte man, es gäbe für jeden Geschmackssinn einen bestimmten Bereich auf der Zunge. Das stimmt aber nicht. Ah! Die meisten Sinneszellen sitzen hier und hier. Man kann hier überall alle Geschmacksrichtungen wahrnehmen. Aha! Ich habe dazu einige Lebensmittel mitgebracht. Trinkbecher und Strohhalme. Wir bilden jetzt zwei Gruppen. Die vordere Reihe ist Gruppe 1 und die hintere Reihe ist Gruppe 2. Gruppe 1 bleibt bitte bei mir im Klassenzimmer und Gruppe 2 geht auf den Flur, bis wir euch wieder hereinrufen. Okay! Was müssen wir denn nachher machen, ne? Bestimmt etwas Ekliges essen. Oh nein. Wir bereiten jetzt für Gruppe 2 Getränke in ganz verschiedenen Geschmacksrichtungen vor. Schaut euch mal an, was ich alles mitgebracht habe. Limonade. Ist Limonade süß oder auch ein bisschen sauer? In der Limonade ist zwar auch ein bisschen Säure, aber sie schmeckt vor allem ziemlich süß, weil auch sehr viel Zucker enthalten ist. Okay, dann nehmen wir die Limo für süß. Und mit dem Salz könnten wir Salzwasser machen. Sehr gut, Lara. Du darfst es vorbereiten. Ups, jetzt ist aber ganz schön viel Salz reingerutscht. Naja, dann schmeckt man es wenigstens. Ich presse noch eine Zitrone aus. Gut, dann braucht ihr nur noch ein Getränk. Was ist denn da drin? Das sieht ja komisch aus. Das ist Fleischbrühe. Die könntet ihr noch nehmen. Fleischbrühe hat einen herzhaft würzigen Geschmack. Wir haben für jeden ein Getränk. Prima, jetzt stellen wir die Getränke in diese Boxen. Ihr stellt euch so auf, dass ihr die Getränke sehen könnt und Gruppe 2 sieht es nicht und muss raten. Ihr könnt hereinkommen. Jungs, wir müssen rein. Tschüssi. Warum müssen die immer Quatsch machen? Ihr könnt jetzt reinkommen. Ja. Da sind wir. Gruppe 1 hat für euch ein paar Getränke vorbereitet. Lecker. Sucht euch eins aus und testet dann bitte sehr vorsichtig und nur mit einem kleinen Schluck euren Geschmackssinn. Oh je, die haben bestimmt total eklige Sachen gemischt. Ja, das könnte sein. Ich nehme das. Gar nicht schlecht. Suppe oder so? Ja, Fleischbrühe. Ist das sauer? Das ist ganz eindeutig sauer. Eine Zitrone. Das ist richtig, John. Das war Zitronensaft. Das schmeckt ja eklig. Wie als ich aus Versehen schon mal Meerwasser geschluckt habe. Nur das hier schmeckt noch viel schlimmer. Ja, Lena, stimmt. Das ist Salzwasser. Ich brauche was zum Ausspülen, Herr Pauli. Das ist so eklig. Hier, ein Wasser, Lena. Das wird helfen. Und was hast du, Lukas? Leer. Wie leer? Hast du etwa alles ausgetrunken? Ja, das war lecker. Und was war es? Süß, ich würde sagen Limo.
Richtig, Lukas. Ihr habt alle einen guten Geschmackssinn. Jetzt darf Gruppe 1 auf den Flur und ihr macht die Getränke. Schokomilch ist süß. Ich brauche noch einen Strohhalm und dann stelle ich sie hier rein. Herr Pauli, dürfen wir auch verschiedene Sachen mischen? Ja, aber es sollte nachher schon eine eindeutige Geschmacksrichtung ergeben. Wenn ich in den Orangensaft ordentlich Salz reintue, dann schmeckt es sicher salzig. Das schmeckt sicher mega eklig. Was ist das, Herr Pauli? Das ist Kakaopulver. Purer Kakao ohne Zucker schmeckt ziemlich bitter. Cool. Den musst du mit ein bisschen Milch anrühren. Okay. Sauerkirschsaft, das ist super. Jetzt haben wir alles. Cool. Ihr könnt reinkommen. Jetzt probiert mal. Ich hab was Leckeres. Ich denke, das ist Schokomilch. Genau, gut erraten, Sidra. Sauer, sehr sauer. Irgendeine saure Frucht, aber Zitrone ist es nicht. Ich muss noch mal probieren. Irgendeine Beere vielleicht? Das ist Sauerkirsche. Ah, okay. Na, man kann es trinken. Aber mit Zucker wäre es besser. Das ist eklig. Was ist das? Das ist Milch mit irgendwas, das sich nicht richtig aufgelöst hat. Wie schmeckt es denn? Bitter. Richtig, das ist Kakao. Ich dachte immer, Kakao wäre süß. Alles klar, Rosabella? Nein, wer hat sowas Ekliges gemischt? Das ist einfach nur Igitt. Das war ich. Das war doch nur Orangensaft mit Salz. Was? Ich gehe mal ans Waschbecken meinen Mund ausspülen. Guten Morgen zusammen. Ja, bitte. Oh, vielen Dank. Wird hier heute etwas gefeiert? Igitt, was ist das? Pfui, wollt ihr mich vergiften? Nein, das war nur ein Test. Dein Geschmackssinn ist noch einwandfrei. Ach, dann bin ich ja beruhigt. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Auf Instagram könnt ihr uns gerne Feedback zu unseren Videos geben. Unser Instagram-Account ist hier eingeblendet. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann abonniert auch diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Geschichte wieder. Bis dann, macht's gut, tschüss!